Moin Moin und hallo zu einem neuen Sabbelschnack. Diesmal das Thema Steams Remote Play Together. Couch-Koop jetzt auch online. Ich meine, in dem Bereich gibt es aber auch ein paar andere Anbieter schon. Die laufen halt nur nicht über Steam. Du meinst jetzt im Bereich hier Remote Play? Ja. Naja gut, es gibt... Halt die speziell dieses Thema anbieten von wegen und... dass du solche Spiele dann im Koop online spielen kannst. Ja. Über Shadowplay kannst du es zum Beispiel schon machen. Shadowplay von Nvidia. Es gibt noch ein oder zwei andere Anbieter, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Wie hieß aber noch mal das, was alle damals immer installiert haben? Firefly? Gab es nicht dieses eine Tool, wo man auch diese Spiele-Sammlung immer hatte? Wo die Leute damals... X-Fire? X-Fire. Konnte X-Fire das hatte nicht? Das? Nee, X-Fire war ein Streaming-Programm. Ah, okay, also gut. Nee, schade. Das wie X-Split oder so, meine ich. Ah, okay. Nee, war das nicht, fuck, wie heißt das Ding noch? Aber ich ist weiß, das nicht immer noch? Das ist sowas auf jeden Fall auch noch von einer anderen Firma nämlich gibt. Ich find's ja, also es ist halt jetzt am Ende die Frage, wie leistungsfähig ist das Ding? Wie viel Leistung frisst es von der Seite des Hosts aus? Genau, von also soll wahrscheinlich am meisten? So sein, dass mit einer Bildrate von 60 FPS und 180p laufen soll. Dafür braucht man aber eine Übertragungsgeschwindigkeit auch zwischen 10 und 30 Mbit. Ja, also braucht man auf jeden Fall einen guten Internetanschluss. Du brauchst einen guten Internetanschluss, aber es ist in Deutschland ja Gott sei Dank überall gang und gäbe. Mega geil. 10 Mbit Upload? ja, Übertragungsgeschwindigkeit. Ja. Upload, ja, gehe ich von aus. Ja gut, du musst... Das ist nicht unbedingt gegeben. Ich überlege gerade, was habe ich denn eigentlich? Also ich habe ja schon eine fette Leitung, aber... Also wir haben ja 5. 5 Mbit? Ja. Ich glaube, ich habe knapp 10 MB Upload. Aber wenn es 10 MB das Minimum ist. Ja, also nicht MB, Mbit. Meine ich auch, 10 MB. Stimmt. 10 Mbit. Jetzt sag ich schon wieder MB. Voll die Utopie hier, ey. Utopie. Also von daher, ich gehe schon stark davon aus, dass das möglich ist. Ansonsten wäre diese Funktion nicht so. Na, ich sag mal so, markttauglich. Ich auch mal von aus. Ich meine, ich rechne mal damit, dass die das genug getestet haben werden. Mhm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber auf jeden Fall schon mal dieses Grundprinzip, dass man sagt, mit diesem Remote Play Together schaffen wir es, dass wir Spieler, die einfach nicht, weil sie vielleicht mal weit weg voneinander sind, trotzdem diesen Couch-Koop haben können, finde ich genial. Ja, wartet man ja schon länger drauf auf sowas. Ja. Ich meine, echt die Frage, wie der Delay ist. Ja, das... Aber ich meine, in einem Zeitalter, wo ganz viele Leute jetzt schon sagen, boah, Spielestreaming kommt in der nächsten Konsolengeneration von Haus aus, was meiner Meinung nach auch immer noch Utopie ist, ja. Würde es mich nicht wundern, wenn das so der erste Schritt ist von dem, was dann da kommt in ein paar Jahren. Ich meine, dass Spiele-Streaming kommen wird, ist logisch. Ich meine, Google, ist das die Google-Konsole oder was, die das anbieten will? Welches denn? Mit Streaming-Dienst? Ist das nicht Stadia? Wo dieses Streaming Stadia. Auf alle... Stadia! Stadia auch! Stadia! Ist mir doch scheißegal, wie das Ding heißt, aber... Ist das nicht im Grunde genommen ähnlich? Das ist ähnlich wie Google Stadia. Ja, also ich glaube schon. Wobei, diese Streaming-Dienste sind ja, glaube ich, noch ein Stück was anderes. Also das ist ja... Ja, aber es ist so der erste Schritt, sage ich mal, in Richtung wir streamen das Ganze mal. Ja, wobei eigentlich wirst du selbst zu einem Streaming-Dienst. Also...
du bist im Prinzip der gute Rechner, in Anführungszeichen. Der, du bist der Stream. Du bist der Stream. Be water, my friend. Be water. Google, remote play together. Du bist der Streamingdienst. Du. Krieg ich jetzt auch Geld dafür? Ja. Nein. Werde ich von Google bezahlt? Nein. Kriegt ihr das Geld dafür? Aber Google ist ja nicht der Einzige, der das plant. Ubisoft plant das ja auch. Ja, also EA, glaube ich, Microsoft wollte es auf der letzten Konsole schon von Haus aus machen. Also das wollen sie alle machen. Aber ich glaube, das ist sogar ein Thema noch für was ganz anderes. Weil mir geht es gerade eher um dieses Remote Play Together, weil das ist zwar wie Streaming, aber es ist noch kein Streaming. Es ist ja eigentlich eher ein Online-Koop. Nur, dass nur einer auch das Spiel. Was ich halt geil finde, ist, dass nur einer das Spiel natürlich hat, wie normal auch, in einem Couch-Koop. Und in dem Fall aber, zack, kommt dein Partner dazu. Ist natürlich die Frage wirklich, wie viele Spiele da mitziehen. Auch wie viele am Anfang mitziehen. Also wenn es am 21. Oktober für die Beta-Version von Steam freigeschaltet wird, wie viele hat man da zum Start? Sind alle schon freigeschaltet, die das können? Kommt drauf an, wie die das wie die das mit den Entwicklern halt dann geregelt haben. Ich glaube, wie hieß dieser andere Dienst noch? Parsec war das, glaube ich, ne? Der das im Grunde genommen dasselbe macht, nur halt Das sagt mir jetzt nichts. Ich meine, das ist im Grunde genommen dasselbe, nur außerhalb von Steam und dementsprechend nicht offiziell. Ich kann mir vorstellen, dass wenn das alles über Steam direkt läuft und du dadurch dann kein Programm mehr irgendwo was sich illegal mehr oder weniger in das Spiel dazwischen klemmt oder so, dass das dann sehr viel flüssiger laufen kann, so ohne Probleme. Macht natürlich aber auch vieles einfacher, weil zum Beispiel so eine Spiele wie Knights and Bikes könnte man halt auch gut dann online spielen. Man müsste nicht gezwungen haben, wir spielen ja sowieso schon online, aber dann wird es reichen, weil ich weiß nicht, es ist ja eigentlich auch ein Couch-Koop-Game, muss man ja sagen. Ja, bist halt immer in einen Bildschirm gebunden quasi. Ja, wäre halt die Frage, ob es zum Beispiel Knights and Bikes dann sagen, nee, machen wir nicht mit, weil wir... Also wie ich schon sagte, ich gehe davon aus, dass die Titel, die Online-Koop von vornherein mit anbieten, sagen werden, nein. Weil dann gehen denen natürlich die Verkaufszahlen flöten. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber die von vornherein sagen, wir sind ein Couch-Koop-Titel. Zum Beispiel ich wollte gerade sagen, Moonhunters, was wir damals gespielt haben. Moonhunters hat einen verkorksten Online. Children of Morta zum Beispiel hat jetzt noch keinen Online-Koop, kommt ja noch. Ja. Was hatte denn nur Offline-Koop, was wir noch spielen wollten? Da war doch noch irgendwas. Oh, fragst mich so. Wizard of Legends zum Beispiel. Ach ja, Wizards of Legends, genau, stimmt. Auch so ein Pixel. So ein Binding of Isaac Moonhunters Gemisch, glaube ich. Ja, ja, genau. Irgendwie was in der Richtung. Stimmt, das ist. Aber das hat halt nur Couch-Koop. Es werden wahrscheinlich auch eher dann die Indie-Titel bleiben, muss man ja ganz ehrlich sein. Ja, ich meine, wie viele Titel, die jetzt gerade von AAA-Publishern rauskommen, Couch-Koop. Ich wollte gerade sagen, wie viele kennst du, die da Couch-Koop haben? Call of Duty! Ich glaube, Call of Duty Couch-Koop. Da müssen sich wenigstens nicht zwei Leute 150 GB auf dem Rechner freischaufeln. 175. Ach ja, 175. 150 war Red Dead Redemption, Entschuldigung. Das ist so krank, ey. Ich meine, ich weiß, woran es liegt, aber... Ich nicht. An was? An 4K-Texturen? Das liegt daran, dass die wahrscheinlich nativ die 4K-Texturen mitliefern. Quatsch. Aber kann doch, naiv, ja. Meinst du? Naiv? Ja, naiv auch, aber... Können sie noch nachpatchen? Das ist der primäre Grund, weswegen das so eine großen Datenmengen sind. Kannst du mit rechnen. Obwohl ich da auch sagen würde, warum bietet ihr es nicht als downloadbaren DLC an? Ja, dann dauert das Downloaden vom Basisspiel wenigstens keine 10 Tage oder so, wenn du nicht gerade 100K. Noch haben sie es nur angekündigt. Sprich, noch können sie vielleicht zurückrudern und sagen, scheiße, 175 GB ist doch für die meisten Leute ein bisschen viel. Glaubst du dran?
Nee. Das ist ein. Ist das ein Activision Blizzard-Spiel? Ja. Ja, stimmt. Dann glaube ich nicht dran. Aber nicht beide, Rockstar nicht. Ja, okay, Rockstar ist das sowieso ziemlich Wurst. Ja, wahrscheinlich. Oder nicht? Ja. Ich meine, Rockstar weiß, die verkaufen ihr Ding. Ja gut, ich sag mal so, dann gibt's halt nicht so viele Couch-Koop-Spiele, ist ja gut, dann haben wir halt nur ein paar. aber es gibt genügend Indie-Titel, die einen Couch-Koop haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Spiele, nehmen wir zum Beispiel sowas wie Human Fall Flat, Marco. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass die sowas aber auch anbieten oder mitziehen würden. Kann sein, muss ja, auch. Die haben inzwischen auch schon Online-Modus. Ja, auch. Ich wollte gerade sagen, Human Fall Flat hat den Online-Modus ja nachgepatcht. Aber du musst bedenken, das kostet die Indie-Entwickler ja auch immer massig Geld. Ein Online-Modus. Was sie eigentlich nicht haben. Und wenn die einen Couch-Koop anbieten können und über Steam sagen können, ihr könnt unser Spiel aber auch über Steam dann online spielen, dann ist das, glaube ich, ein ziemlich gutes Verkaufsargument, wenn man das dann zum Beispiel gegenüber den Epic Store selbst. Das ist ein ziemlich gutes Verkaufsargument. Auf jeden Fall. Also. Ich finde die Idee und das Konzept schon mal mega geil. Und ich bin auch echt gespannt, wie viel da noch gemacht wird. 21. Oktober geht das ja los und ich bin echt gespannt. Findest du das eigentlich, Marco? Ich finde das eigentlich ziemlich geil, weil Couch Koop, ja, weiß ich nicht, man trifft sich halt. Ja, nicht unbedingt täglich, um irgendwie was im Couch-Koop zu zocken, sondern ist ja eher nach Feierabend irgendwie eher online unterwegs. Und das wäre halt eine Möglichkeit, wie man das dann nochmal ein bisschen erweitern könnte auch, ne? Ja, klar. Ja, vor allem. Ist halt nicht mehr so wie früher, ne? Wo man einfach nach der Schule eben rübergejumpert ist. Ja, zumal, man wohnt ja auch nicht immer direkt in der Nähe. Und ja. Gerade auch, wenn du viele Freunde im Freundeskreis hast, wo du sagst, Mensch, ich wollte mit dir schon mal immer Spiel X spielen, aber wir kommen nicht dazu, weil es wirklich keine Online-Funktion hat, ist das Beste, was du machen kannst. Und ich weiß nicht, wir hatten damals auch, glaube ich, doch schon mal nach irgendwas gesucht, auch mit diesem Shadowplay, wo wir gedacht haben, hätte ich jetzt eine Nvidia, könnte man das Shadowplayen? Ja, ich meine, das war Parsec, wo wir geguckt haben. Aber wir haben es nie ausprobiert, weil es immer hieß, ja, du hast zu hohe Latenzen und ist alles noch in Kinderschuhen. Aber das ist jetzt auch schon wie lange her? 3 Jahre oder so? Schon eine ganze Weile her. Das kommt auf jeden Fall hin. Naja gut, aber Marco hat schon recht. Also gerade wenn man auch weit auseinander wohnt, ist das eigentlich eine krasse Möglichkeit. Ja. Aber klar, man braucht halt echt eine krasse Leitung. Ja, das überlassen wir dann einfach mal dir. Sowieso einen leistungsfähigen Rechner. Überlassen wir einfach mal dir. Gekaufte Spiele. Das überlassen wir einfach mal dir. Überlassen. Freunde. Ja. Überlassen wir mal mir. Sie sind anwesend, also. Nee, cool. Also, ich bin echt gespannt, was Steam da noch macht. Und jeder, der es ausprobieren möchte, kann das tun, indem er einfach im Optionsmenü bei Steam einfach das Häkchen bei der Beta-Version setzt. Also einfach mal sagt, ja, ich möchte an der Beta teilnehmen. Dann kann man sowieso. In welchem Optionsmenü? In welchem Optionsmenü? Bei Steam? Steam? Einstellung? Ja, dann nenn es nicht Option. Ja gut, es sind die Optionen. Steam-Einstellung und dann kann man da unter dem Reiter, jetzt bin ich raus. Reiter, kann man das denn eigentlich? Ist das unter Account? Account und dann einfach Beta-Teilnahme? Ich weiß es nicht. Ist das da? Ja, genau. Ja, ich glaube. Einfach bei Steam unter Account, also in den Einstellungen unter Account und dann Beta-Teilnahme einstellen, zack, und dann ist man auch schon dabei und dann kann man das auch demnächst testen. Ja, ist ja nur noch 2 Wochen hin. Ja, ich bin gespannt. Obwohl, ja doch, 2 Wochen.
21. sagtest du, ne? Genau, 21. Oktober. No. Ab dann könnt ein bisschen ihr weniger als 2 Wochen. Alle auf der Couch übers Internet spielen. Braucht nur jeder noch eine Couch, das muss auch klar sein. Oh. Ja, oh Gott, das könnte. Oh, das ist anstrengend. Das muss ich die ja aus dem Wohnzimmer in mein Arbeitszimmer packen. Ja, gar nicht. Es ist halt kein Stuhl-Koop, das ist halt Couch-Koop, muss euch bewusst sein. Oh. Kann ich nicht den Gymnastikball nehmen? Was braucht man da noch? Ein Beamer, der ja den Kumpel auf sich vor allem, neben sich darstellt. Vielleicht auch auf sich. Auf sich, oh Gott. An, solche Spiele spielen wir hier nicht. Ist. Computer, lade Julian. So einen kleinen Holo-Marco. Ja, genau. Nur so einen kleinen. Ne? Vielleicht so reicht nicht mehr für noch mehr. Also es soll ja bis zu 4 Spielern gehen. Das planen die auf jeden Fall, bis zu 4-Spieler-Couch-Koop. Also ganz traditionell, also von daher brauche ich dann einen kleinen Holo-Marco, einen kleinen Holo-Thomas, einen kleinen Holo-Fridjof. Ja, kriegen wir hin. Perfekt. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht, ob ihr da Lust drauf habt, was ihr davon haltet von Couch-Koop an sich. Und dann wünschen wir euch alles Beste und hören uns beim nächsten Sabbelschnack. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Coop on. Coop on.